Ist über mir noch ein bisschen Platz? Ja. Dass hier noch das Automobil stehen kann? Kia ist dieses Jahr mit dem EV6 und dem neuen Niro EV dabei. Und den fahren die Katja und ich. Ich habe was vergessen, ich muss es nochmal machen. Und 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Hast du gut gemacht. Waren das 7 Sekunden? Ich denke, das waren grob 7 Sekunden. Auf und auf den. Oh, die hübschen Frauen. Ja, genau, wo wohnen die Rubens-Ladies? Hier bei dem. Automobil. Logisch. Ich habe vergessen, GT, ne? Hast du? Ich hab. Kann losgehen. Okay. Ich zieh halt einfach, oder? Zieh. Also, das ist doch Hollywood-reif, oder? Ja. Hallo. Selten hat uns ein bezahlbares Auto emotional so bewegt wie dieser Kia. Also dieser Setz, sag mal. Ah ja, ja, ja. Die Frau bei McDonald's, wir hatten jetzt hier was bestellt und die hat zum Beispiel gesagt, wir haben nicht genügend Tabletten. Ja, da ist was Wahres dran. 77, nicht 150. Ich dachte, da 77 gelesen zu haben. Teilabschnitt 1. Oh, na gut. Dann dauert es doch länger. Ich fahre, die Katja gibt mir Anweisungen. Bis jetzt sehr gut, aber es sind auch erst 3 Kilometer. Ah. Ja. Du so. Dran. Na, Mikrofon. Du Rubens-Lady, du kriegst gleich vor. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Fahrt und melden uns später nochmal. Was aber noch? Was soll ich denn eigentlich sagen? Was sagst denn du? Ja, 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 ja. Zum Facelift verändert wurde. Ach, ich muss ja da reingucken. Dieser Satz hätte auch von mir sein können. Ich denke gar nicht. Sag mal. Sag mal. Ich glaube, Katja, das ist gar nicht mal so einfach. Ja, du hast gesagt, das ist easy. Wir haben uns bis Kilometer 3 nicht verfahren, bei Kilometer 6. Aber diese Bahn hier ist schön. Sehr schön. Einfache Strecke, gut 200 Kilometer entfernt. Hinzu. 170. Sag mal. Das wird ja immer länger. Das kennt man sonst nur von Sportwagen, zum Beispiel Audi TT. Und das führt eben dazu, dass der Sport jetzt. Na, aber der hat aber weit ausgeholt. Also, sag mal. Oh, meine Hose rutscht. Ach, so ist gut, wenn es ein bisschen durchzieht. Es ist ja gefragt, Geschick, Präzision und Geschick. Ja. Warum die dann uns nehmen? Pfeildesign. Pfeildesign? Oder was sagst du? Was wird's denn? Wir sind ganz viele Pfeile. Scheiße. Kia sagt 100, fahr 100. Ach so. Also, mit diesen 255 Newtonmetern, das ist ja wirklich geil. Mein Zuzu. Raus zu, ab und zu. Die Pfeile nein zu und naus zu, ab und zu. Hier sind eigentlich 100, oder? Komm. Hier sind 100. Es ist ja auch irgendwo eine Rallye. Wobei es nass ist, muss man dazu sagen. Tommy! Ich glaube, Kia liest da mit und das hilft denen sicherlich, Sachen zu optimieren. Das finde ich noch raus, denn im Dezember habe ich erst den Niro EV und dann den Niro Hybrid. Also praktisch im Niro-Zember. Ich fahre. Tommy, ja, du sollst immer Hauptstraße fahren. Ich rede ja zu den. Ja, ja, aber du Zuschauenden. Du schaust auch ein bisschen noch auf die Straße vielleicht, hoffentlich. 50 km/h. Ah, oh, du Scheiße. Oh. Ich habe alles im Griff im Prinzip. Jetzt sind wieder 100, oder? Sind wir drauf? Guckt mein BH raus. Guckt ihr BH raus? Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Schrei, was? Ah ja, genau. Katja, du wolltest doch ein Foto mit dem Richie Müller. Hm. Hast du jetzt noch kein Foto? Nee, habe ich jetzt noch nicht. Der ist ja wohl Tatortkommissar. Ich gucke nie Tatort. Dann maximal 150. Eine schöne Richtgeschwindigkeit. Reise. Ja! Scheiße.
Kennst du Richie Müller? Ich kenne den Richie Müller nur von so einem anderen Film. Da war der irgendein Pfarrer. Und ich weiß aber, dass meine Eltern gern Tatort schauen. Meine Grüße an der, an der Stelle. Bis eben war hier noch Stille. Jetzt, wo ich auf Start gedrückt habe, hat sich hier ein LKW hingestellt und macht hier seine Pause. Wie dem auch sei. Der ist laut Wikipedia 66. Also der sieht jünger aus. Na, hoffentlich sehen wir den noch mal. Jetzt, wo ich keine Chance mehr auf dem Foto habe, will ich natürlich unbedingt eins haben. Ja. Beziehungsweise, wenn ich manche sag mal, es ist die Hitze. Das ist unmenschlich. Der sagt mir 30. Ich kann doch hier nicht 30 fahren. Das kann ich mir auch schlecht vorstellen. Ding! So dürften, glaube ich, alle Platz haben. Weiter geht's. Also, ja, der Aufwasch. Aufwasch von gestern. Weiter? So ein Wo ist denn der Ausgang? Ach, da vorne. Ach, das nehme ich nicht weit. Das nehme ich nicht weit. Musst du langsam fahren. 20 Sekunden. Was gibt's heute hier noch? Das war ein Nudelsuppe. Ach so. Das war ganz schön Zeit. So, ja. Ja, gut. Gut, wunderbar. 30, 31, 32, 33, 34. Ja, sorry. 5. Ich sag ja langsamer. Ja, ich ja, muss, Tommy. Okay. Es ist heute wieder sehr windstill. Ich werde hier noch zum Schwein. Warte mal noch. Schön! Vielleicht runden die ja auf volle Zehner auf. Ich glaub's doch selber nicht. Mach's so. Na gut. Haben wir jetzt verloren? Natürlich. Sind wir jetzt 46? 5 Sekunden. Wo muss ich jetzt hin? Ja, das sagt er uns schon wieder daraus. Lass ich das drin? Lieber Galileo, Welt der Wunder. Was willst du von mir? Weiter. Gefühlvolles Fahren, Geschick und Präzision. Ich sag langsamer. Ich bin ja nur gerollt. Nee, du bist hier nicht hier oder gerade? Ne, keine Ahnung. Beziehungsweise, wenn dich Sachen zu Weißglut... Ich geh. Hör auf. Ist schweineheiß hier. Oh. Scheiße. Ja. Jetzt ist das passiert, was ich vermutet habe. Die funktioniert nicht. Ich schau mal kurz bei den anderen. Richtung Rot-Süd. Wir haben einen neuen Rekord gebrochen. Wir haben uns jetzt nicht nach 6 Kilometern verfahren, sondern nach 3,4 Kilometern. Ja, und warum drehst du nicht mal rum? Es ist eine Landstraße. Ich fahre 100. Aber ich muss, irgendwo muss ich. Ja, es geht schon mal gut los. Ja. Ja, das ist also jetzt dieser Wohnwagen. Ja, genau, stimmt. Du bist blöd. Scheiße. Aber es stand nicht Anlieger frei. Nee, ja, es ist falsch beschildert. Naja gut, es fehlen 60 Liter. Die großen passen nicht rein. Vorteil ist, man kann die kleinen mitnehmen. Es ist... Schön. Ich kann... Kreis. Beziehungsweise, wenn dich bestimmt... Also, ich gehe. Nee. Scheiße, ärgerlich. Scheiße. Ja, genau. Die Geranien haben hier Platz, gell? Hier ist sogar ein Abfluss. Na gut, wie auch immer. Was ich sagen wollte? Nee. Wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich gar nichts sagen. Du wolltest eigentlich gar nichts sagen. Ich habe eigentlich gar nichts zu sagen. Ja. Eigentlich habe ich ja sowieso nichts zu sagen. 3,3. Ja. Nee. Stimmt unsere Strecke jetzt noch? Vielleicht geht es euch auch wie mir. Ich habe leider keinen... Es ist falsch. Es geht schon falsch los. Warte. Spürst du die Power? Mhm. Außerdem, Kanal aber... Also jetzt hört's aber auf, du. Es war so gut bis jetzt. Aber das hat bestimmt niemand gesehen. Seit März 2020 habe ich mich schon des Öfteren... Schlimm. Des Öfteren. Bin ich noch richtig? Ja. Seit März 2020 habe ich mich schon des Öfteren dabei ertippt. Vielleicht sind wir auch die Einzigen, die es gecheckt haben. Ich glaube nicht.
Ja, sieh jetzt einfach. Das kann die Kamera mal einfangen. Ach Gott, ich muss mich konzentrieren. Ich muss ja mittig fahren. Naja, also sie kommt mit ihrem Zollstock da. Aber ich habe es nicht so einfach, weil ich beobachte da unten, die Frau hat ganz dolle Sonnenbrand. Und das ist auch. Ja, sie, ja. Ja? Das ist auch nur gefilmt. Das ist ja, also Tommy, du enttäuscht mich. Das ist auch nicht schön. Also ich habe ja 30, 50. Jetzt? Na freilich. Was, warum? Wegen der Stunde? UV? Ja, werden wir ja merken. Na, also wirklich, suchen wir einen neuen Fahrer. Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Wir können es auch noch mal drehen, den. Nee, wir lassen das so. Aber es ist so ruhig hier. Toleranz? Nee. Habe ich jetzt verloren? Es war nicht gut. Scheiße. Stopp mal. Keine vollgepferchten Kreuzfahrtschiffe, keine überfüllten Bettenburgen, keine engen Bettenburgen. Wir müssen jetzt hier raus wahrscheinlich und dann ist es das da unten und dann fahren wir da rechts. Hast du das gesehen, ob andere das auch so gemacht haben? Nee. Okay, schön. Na dann. Los geht's. Na eben, jetzt hört man sogar die Vögel. Jetzt ist es alles ruhig. Katja, wir sind eine 30-Zone. Ich fahre 27. Vorschule. Er kommt zurück. Guck, er fährt rückwärts. Ach, der kommt wieder. Der fährt uns jetzt hier rein. Das ist eine Rallye. Vielleicht ist es ein absoluter Psycho einfach nur. Ich denke. 26. Weil ich auf gerader Strecke. Klar überrundet. Genau. Von denen, die morgen starten wollen. Von Richie Müller. Aber erst. Eine kleine Pause. Jetzt kannst du fahren, aber der will auch da rein. Da kannst du dich jetzt nicht anstellen, da bist du doof. Ich würde mich lass mal uns halt mal raus. Ne? Ja. Und dann musst du ja vorne. Wieder verfahren. Dazu hätten wir auch noch so ein Lückennetz. Das war gut. Und auch das andere hat echt gut dunkel gemacht. Hält. Na, du musst es nach vorne so ein bisschen drücken, genau. Und dieses. Es gibt mal ein bisschen Gas, dass wir hier den wieder einholen. Ja, jetzt. Hier sind 70. Jetzt kann ich beschleunigen. Kann man das so lassen oder war das schon? Kann man so lassen, war super. Ja, wie Feierabend. Der wird wieder ein Radler. Und jetzt hier rechts. Ja, aber hier aber waren wir da vorhin schon mal. Nee, das war das nicht, aber das sah genauso aus. Das sah aus. Doch genauso ja, aus. Ja, aber das ist das, glaube ich, nicht. Das ist jetzt ja schon ein bisschen tricky, finde ich. Ja, also jetzt hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Und deshalb haben wir uns auch gleich verfahren. Deswegen haben wir uns das fünfte Mal verfahren. Katja, wir fahren Rallye, oder? Ja, Spielstraßenrallye. Spielstraßenrallye. Katja. Ja. Hast du was gesagt? Ja. Was hast du gesagt? Ja. Achso, okay, machen wir nochmal. Das war gut so. Das war gut so. Das hat doch keiner gehört. Das war scheinbar nicht war gut, gut so. Ich brauche dringend Kaffee. Kaffee. Ich auch. Oh Gott. Oh Gott. Das ist pure Adrenalin. Ach, geht weiter. Komm, Katja. Was geht? Es hilft doch nichts. Da kommt doch ein Unwetter. Sehen wir doch. Sehen wir doch jetzt schon. Es ist bequem, ja. Ich sehe grün. Was? Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Ich stehe beschissen. Ich muss noch mal woanders hin. Das ist ja. Würde mir auch nicht so gut. Aber ich wüsste auch nicht wohin. Okay. Nee, du musst da durchfahren. Jetzt habe ich es verstanden. Ach so. Ich werde hier noch zum Schwein. Stopp. Ach so. Ja. Wir haben es geschafft. Aber ich glaube, Erste sind wir nicht geworden. Nee, aber wer weiß, na gut, schauen wir aber mal. Aber guck mal, die sind ja alle schon da.
von wegen, die finden das nicht. Vielleicht haben wir irgendwas falsch gemacht. Vielleicht haben wir uns verformt.